Hallo, meine lieben Freunde. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder mit eingeschaltet habt. Willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Nuzlocke hier mit mir auf unserem YouTube-Kanal. Wir befinden uns immer noch in Mahagonia City. Beim letzten Mal haben wir es geschafft, erfolgreich jegliche Gefahren im Team Rocket versteckt zu umschiffen. Alle unsere Pokémon haben überlebt. Ich finde persönlich, es läuft fast zu gut. Also, dass seitdem wir uns einmal Zeit genommen haben, südlich von Dukatia City ordentlich zu trainieren, sind wir dermaßen gut durchgekommen. Es ist wirklich schon ein bisschen beängstigend. Aber nun, das heißt nichts, es kann jederzeit zu ernsthaften Problemen noch kommen. Wir haben von Siegfried die WM Whirlpool erhalten. Und er meinte, wir können diese nicht benutzen, solange wir nicht den Orden von Mahagonia City errungen haben. Jetzt ist natürlich die Frage, weil meiner Meinung nach ist Mahagonia City nicht die nächste Arena, sondern Anemonias, Oliviana City selbstverständlich. Wäre die nächste. Aber ich von Oliviana City nach Anemonia City kann es sein, dass es da irgendwie auf der Strecke so ja Whirlpool-ähnliche Verstrickungen halt gibt und wir da gar nicht durchkommen. Und jetzt ist die Frage, what to do, what to do? Erstmal dieses Despotar selbstverständlich besiegen. Aber ich war der Meinung, dass Mahagonia City mit dem Eisorden erst ganz am Ende kommt. Ich kann mir nochmal den Eintrag hier angucken. Aber der hilft mir jetzt irgendwie auch nicht. Eisorden. Bläuliche Farbe, ja danke. Also meiner Meinung nach kommt erst Anemonia City. Und dann kommt Oliviana City. Dann Mahagonia und dann Ebenholz City. Zumindest ist das die Reihenfolge, die hier vorgegeben ist. Ich meine, es kann auch sein, dass wir es nach Anemonia City schaffen. Weil es gibt ja noch diese Problematik da mit Lugia, ne? Diese storyrelevante Geschichte. Es kann ja sein, dass wir erst in Anemonia City irgendwas auslösen, dann nochmal nach Oliviana City zurück müssen. Irgendwie so eine Geschichte. Kann es ja auch noch geben. Mensch, Alpha Fund. Ich habe das Gefühl, du gehörst gar nicht mehr nach vorne. Ich muss dich jetzt mal austauschen. Habt ihr mein Pokémon-Team schon gesehen? Hier ist es immer noch dasselbe. Ich zeig's schon gar nicht mehr. Weil sich nie was ändert. Wir sind auf dem Wasser, ne? Wir bringen den Boden zum Beben, sodass es Schaden macht am Pokémon. Macht irgendwie auch nicht so viel Sinn. Stell dir mal vor, Pokémon würde mit einarbeiten, dass eventuell in einigen Fällen Attacken keinen Sinn machen. Wie zum Beispiel, wenn du im Haus bist, kannst du halt nicht Fliegen einsetzen, weil das Dach ist zu niedrig. Das wäre cool. Wenn hier noch mehr Panfernos rumlaufen, dann kann das natürlich auch Spirellis große Stunde sein. Jetzt sind wir weit gekommen bis zum ersten Encounter. Zweiter, ja, wie auch immer. Glaziola. Wir wollten Panferno hier fangen, ne, auf der Route. Und dann haben wir es aber leider... Ich glaube, ich weiß gar nicht, besiegt wahrscheinlich. Geflohen wird es ja nicht sein. Glaubt ihr, das kann was werden? Probier mal Lehmschuss. Vielleicht hilft's. Aber es ist ja eigentlich, dürfte Wasser ja nicht sehr wenig effektiv sein. Es müsste ja eigentlich normal sein, oder? Obwohl der Logik nach dürfte das Wasser ja das Pokémon gar nicht treffen, weil es wahrscheinlich auf dem Weg dann gefriert oder so. Zu viele Genauigkeitsfragen, die ich hier nicht direkt beantworten kann. Und da seht ihr schon, warum wir hierhin unterwegs sind. Es gibt hier nämlich noch ein paar Items einzusammeln. Und da bin ich natürlich immer scharf drauf, ist ja klar. Surfer. So, weil wenn ich jetzt hier nochmal gucke, welche Trainer in Heart, Gold, Soul, Silver. Da fangen wir an mit Level 29 und er selber ist Level bis zu Level 34, der Arena-Leiter selbst.
Ich meine, ja, meine Pokémon sind inzwischen soweit, aber also selber ungefähr dieses Level erreicht zu haben, aber wir müssen ja eigentlich immer mit ein bisschen Vorsprung an die Sache gehen, ne? Und beim Anemonia City Kampf ist es so, dass da Level 27 bis 31. Das ist ja schon mal sehr viel schwächer. Außerdem möchte ich natürlich auf dem Weg bis Anemonia City noch trainieren. Das ist ja auch der Grundgedanke, den ich habe. Ich schließe nicht aus, dass es jetzt möglich ist, den Maragonia City Orden sich schon zu erkämpfen. Das schließe ich gar nicht aus. Ich gucke jetzt nochmal bei hier steht 6. Arena-Kampf für Olivianer City. Und da hat sie Level 35 selber. Sie hat ein stärkeres Pokémon als der andere? Das macht ja alles keinen Sinn. Ich versuche hier noch zu gucken. 5. Arena. Okay, es ist safe, dass das Spiel möchte, dass wir erst nach Anemonia City gehen. Siehst du, zum Glück habe ich nochmal geguckt. Eine Perle. Wow. Nice Scheiß. Sorry, ich bin jetzt zurück aus den Untiefen vom PokéWiki wieder rausgetaucht. Wir fahren nach Anemonia City. Leute. Wir brauchen ja auch dieses Heil-Item für das arme Ampharos, ne? Dem es nicht so gut geht auf dem Leuchtturm. Vorher können wir Olivianer City gar nicht approachen, also Jasmin halt. Vorher wird sie sich uns gar nicht entgegenstellen. Deswegen machen wir mal ganz low. Der hat uns das einfach schon gegeben, so Foreshadowing-mäßig, wie in Zukunft wird es eventuell nötig werden. Wir werden jetzt wahrscheinlich auf dem Weg nach Anemonia City diese stromschnellenartigen Dinge schon sehen können und dann ist das so ein bisschen Foreshadowing, so ja, das werden wir dann irgendwann in den Griff kriegen. Ich mach's jetzt mal ein bisschen schneller, es tut mir leid, aber es ist ja wirklich stinkend langweilig. Ich kann vieles spannend gestalten, aber auch nicht alles. Und alle 5 Meter in Panferno zu treffen, ist halt auch zwar nice zum Trainieren, aber ansonsten eher hinderlich. Genau wie diese Architektur, ey, von diesem Gebiet. Jetzt ist es Level 11, das ist so krass unterschiedlich. Rally! So, nächstes Item, der Riesenpilz. Wow. Nach der Perle kommt der Riesenpilz. It is known. Gibt es irgendwo so ein Haus? Irgendjemand wohnt hier. Glaziola. Da ist es schon wieder. Ich habe nicht so viele AP, um alle Pokémon hier zu besiegen. Ich bin im Kreise gefahren. Pupitcha. Hätte ich natürlich gerne. Ich habe ein Lavita, aber das müsste natürlich noch ordentlich trainieren, bis es zum Pupitcha wird. Ist wirklich krass, wie unterschiedlich stark die sind, ne? Gehen wir erstmal links lang. Ja, ihr habt recht, Leute. Ich höre euch und eure Stimmen an. Nimm noch einfach einen Schutz. Dann hast du das Problem nicht. Aber Schutz kostet Geld. Wir haben nicht so viel Geld. Und wir haben jetzt Spirelli schon fast bis zur Hälfte von hier, ihr wisst schon. Level 33. Wie jetzt? Da kann ich nicht durchfahren. Das ist ja maximaler Shebait einfach. Die Freude ist wirklich krass groß. Krass große Freude. Ich tue es nur für dich, Spirelli. Ich tue es nur für dich. Nervt mich, dass ich immer eins nach links gehen muss, rechts mir auch machen. Links ist da, wo der Daumen rechts ist, ihr wisst schon. Hitzekoller! Ich glaub, da kriegst du auch eigenen Schaden, wenn du das einsetzt. Eigenen Schaden.
Ich glaube, das Pokémon, das das einsetzt, bekommt Schaden. Ist eigener Schaden. Ich bin halb in der Landmasse. Und von dem kriegen wir irgendeinen Traumfresser oder was kriegen wir von dem? Irgend so eine random TM kriegen wir von dem hier. Nichts in seinem Vorgarten. Enttäuscht. Du hast einen Weg hier. Ich meditiere. Nimm das. Weißt du, das ist die Kraftreserve. Haben wir erledigt. Ich glaube, dann war es das auch hier beim See des Zorns. War das so, dass das irgendwie im ersten Spiel nicht vollgelaufen war oder so? Weil ich finde es so merkwürdig, in Anführungszeichen, weil sie haben ja nicht umsonst diese Treppe dahin gebaut, oder? Es suggeriert ja, dass es schon mal kein Wasser gab. Das finde ich hier so unglücklich. Warum packst du mir denn hier nicht noch ein Item hin? Ernst gemeinte Frage. Warum, Spiel? Warum bist du so grausam zu mir? Pichu! Das ist voll nice. Der kann jetzt halt richtig was gegen seine Pokémon da an... Ach, Formulierungen ist schwierig. Der kann jetzt halt richtig was gegen die Pokémon ausrichten, die gut gegen ihn sind. Aber man sollte es natürlich trotzdem nicht riskieren. Wir riskieren natürlich nicht zu viel. So, ich hoffe, ihr verzeiht mir diesen kleinen Exkursus. Wir begeben uns jetzt schon auf den Weg, der für uns vorgesehen ist. Wir haben den Kesselberg komplett erkundet, soweit wir können. Wir haben auch Surfer schon eingesetzt. Wir sind den ganzen Weg, es ist jetzt wirklich nur noch ablaufen. Wieder bis Anemonia, Oliverna City. Und dann können wir uns damit beschäftigen, uns durchzuarbeiten nach... Mann, was habe ich jetzt? Welche? Oh, diese Namen. Wir gehen jetzt nach Oliverna City, um von da aus nach Anemonia City uns aufzumachen. Surfend. Auf surfende Art und Weise machen wir das. Panzereron. Das hat keine Wirkung, ich habe es befürchtet. Panzereron, was kann man da tun? Intensität. Gestein. Oh, es kann so viel und so viel auf einmal. Welches Pokémon haben wir auf der Route gefangen? 42, Ponita, ne? Ja. Ponita haben wir hier gefangen. Brauchen wir noch Items oder sowas? Ich glaube, man wird nach Anemonia City gar nicht so viele Pokémon fangen können, weil das sind wahrscheinlich zwei Routen oder so. Diese Wasserrouten sind ja meistens ziemlich lang. Ich wollte eigentlich nicht bei dir was kaufen. Netzball könnte eigentlich... Nee, ist nur bei Wasser und Käfer, nicht bei... Man bräuchte diesen Angel... Nee. Es gibt so einen Ball, der gut ist bei Pokémon, die du irgendwie auf dem Wasser... Boah, 30.000... Ich hole mal nochmal 10. Das sollte reichen. Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, dass wir Geldprobleme hatten. Nachdem uns unser Tangelos alles abgezogen hat. Auch hier wäre ich vorsichtig. Ich nehme mal nochmal ein paar hiervon, weil es kann manchmal hilfreich sein, so wenn du nicht direkt zum Pokémon Center zurücklatschen möchtest. Ich weiß, ich finde das selber auch als Geldverschwendung, weil eigentlich will ich es nicht benutzen. Es ist ja alles immer nur eher Zeit, die es uns kostet, die Pokémon zu bekämpfen und weniger irgendwelche anderen Probleme, die sich uns entgegenwerfen. So, Spirelli jetzt auch Level 34. Jetzt haben wir noch Seelenlos und Dragonier auf Level 32 rumkrebeln. Tom, du, ganz nett, dass du anrufst. Ich habe gerade echt keine Zeit. Das ist jetzt wirklich auch, ich weiß, unglücklich und so, aber vertrau mir, es ist gut.
seelenlos gegen einen Raichu. Ob das was wird, ich glaube ja nicht. Natürlich wird's was. Wir haben leider keine Singelbeere für unser krankes Miltang. Ist blöd. Kann man nicht ändern. Ich würde sagen, wir müssen ja jetzt eigentlich uns dieses Pokémon Center hier als unsere neue Base holen. Aber das ist natürlich völlig irrelevant. Da wir haben auch 40 Frostaker gefangen, also wir brauchen keinen mehr fangen hier. Da wir natürlich, wenn wir sterben, diese Challenge verloren haben, dann ist es völlig egal, bis zu welchem Pokémon Center wir zurückkehren. Das hat dann für uns keinen Einfluss mehr. So, direkt los hier. Du musst dich jetzt aufwärmen, bevor du schwimmen gehst. Das weiß doch jedes Kind. Ja, ich habe viele Fragen zu dem Zustandekommen von diesen Kämpfen hier. Weil der muss ja jetzt dauerhaft so... Okay, bei Apollo macht es halt Sinn. Apollo schwebt so über dem Wasser. Aber alle Pokémon, die irgendwie stehen müssen... ist das ja eigentlich... Wie läuft das jetzt? Die irgendwie stehen müssen, die können ja nicht auf Wasser stehen. Wahrscheinlich stehen die dann auf dem Rücken von dem Pokémon, das surft oder so. Sehr effektiv, ne? Ich war mir unsicher. Was bedeutet ja auch, seine Attacken wären gegen mich sehr effektiv gewesen. Das war ein bisschen risky. Würde man sagen. Ah, es ist nicht cute. Es ist so klein und niedlich. Ich freue mich richtig über Seeper. Seeper. Was ist das zweite Wort? See ist klar, Peer. Wo steht das? Weiß man nicht. Eine Perle? Nee. Die Namen sind ja meistens richtig dumm zusammengesetzt aus irgendwelchen zwei Wörtern. Ux! Ich gebe auf. Besser ist. Besser ist. Wir hätten auch fangen können. Kirlia. Ach nee, war da mit Rassler nicht sogar? Nee. Weiß nicht, in welchen Höhen und Tiefen. So, und jetzt ist wieder die Frage, ne? Ist Psycho gut gegen Geist? Kampf? Nee, Kampf ist schlecht. Oh, ich hasse was. Gib mir mal die Tabelle, bitte. Verteidiger ist Geist. Geist ist effektiv und ohne Licht. Psycho nicht. Aber ich bin auch nicht besonders stark gegen ihn selber. Also wir sind gut. Ah doch, ich bin besonders stark gegen ihn. Ja, doch. Man muss die Tabelle auch richtig lesen. Ist nicht mal so einfach. Ja, ich möchte mit dir kämpfen. Du gehst nach Anemonia City? Ich schwimme nach Anemonia City. Yes. Du gehst nach Anemonia City, also wirklich. Dumm wie Bohnenstroh. Okay. Kann ich jetzt persönlich nicht so viel mit anfangen. Das war so wie bei... Oh, das ist ja gar kein Gesteins-Pokémon. Ich hab kurz gedacht, ich hab Donphan noch drin. Vorsicht, Leute, ich gieße mir was ein. Ich hab den Deckel aber sowas von sicher in der Hand. Da kann gar nichts passieren. Ich mache es dermaßen vorsichtig, dass wir es überlebt haben. Ich freue mich. Ja, wir sind ja inzwischen schon weiter, als wir damals waren. Also die sollten uns jetzt nicht mehr so darauf rumreiten. Die neue Realität ist längst die einzige Realität geworden. Irrlicht, das ist, verbrennt, glaube ich, den Gegenüber, ne? Ja, ist nice, aber hat auch nicht so viel Wahrscheinlichkeit zu treffen. Und ich finde persönlich, Aussetzer kann in so Kamikaze-Aktionen sogar noch hilfreicher sein. Zum Beispiel bei Garados wäre das mit der Drachenwut, das hätte halt gut geholfen. Eisstrahl, oh mein Gott, das wäre eine Attacke, die wir unserem Snibuna beibringen könnten. Das wäre es ja, ne? Geil, an der gleichen Stelle liegt noch ein Item. Wie geil ist es denn? Darunter versteckt quasi. Hätte ich nicht erwartet, dass sie sowas Fieses machen.
Du bist doch noch jung. Surf nicht auf deinem Pokémon, schwimmen fertig selbst. Es gibt immer Leute, die mischen sich in alles ein, oder? Fione. Ein wässriges Fione. Könnte auch Psycho sein. Für mich sind ja die meisten Legendary-Pokémon Psycho-Pokémon. Blubber. Ist das nicht süß? Aber ich finde es geil, dass die alle so ein bisschen wenigstens Wasser-Affinität haben, die Pokémon. Das finde ich nett. Das ist jetzt nicht so völlig fremd vom eigentlichen Gebiet hier. Und jetzt kommt... Oh, Formio hat auch Wasser. Glaube ich. Formio ist ja dieses Pokémon, was, wenn es regnet oder wenn die Sonne scheint, ja, halt eine andere Form einnimmt. So, jetzt wird es zum Beispiel in die Wasserform übergehen. Das war eine krasse Transformation, oder? Aber mir ist das eigentlich alles relativ Wumpe. Soll das mal machen, da seine komischen Umformungen. Ich kann mir richtig vorstellen, wie das damals bei Game Freak so richtig so ein Asset war. Wenn wir das so einführen, dass da so verändernde also die dann so Feldeffekte, die dann Attacken von oder Typen verstärken. So, wie geil wäre es denn, wenn wir ein Pokémon hätten, was darauf reagieren würde? So, ich kann mir das richtig gut vorstellen, aber das hat halt einfach nicht gezogen. Man muss halt nicht jede Idee umsetzen, ne? Oh, ich habe verloren. 280? Da hättest du halt noch ein bisschen mehr in deine Badehose stecken können. Also Verfolgungsmodus. Die ganze Zeit so in den Nacken atmen. Der Schwimmerin, bis sie sich umdreht. Klingt nett. Lampi. Ist es nicht cute? Aber es ist wieder diese furchtbare Wasser-Elektromischung, mit der ich nicht so gut umgehen kann. Wir müssen Dragonir auch trainieren. Ich hätte jetzt ja gehofft, seelenlos noch auf Level 34 zu kriegen. Das wird bestimmt mit Lampi nicht funktionieren. Oh mein Gott, eine gefährliche Aquaknarre wird eingesetzt. Ich erzittere vor Angst. Ach, es ist nicht effektiv. Warum ist es nicht effektiv? Oh mein Gott, ich habe sogar mit Slam besiegt. Okay. Stara Lili. Ist ja alles wie gemacht für mich. Winklau ist bei Dragonier, glaube ich, ich weiß nicht. Lustigerweise wird da manchmal das eingesetzt, glaube ich, obwohl du die höhere Initiative hättest und sowieso zuerst angriff. Jetzt jedes Pokémon, was ich einsetze, kann, da wird es genau gleich wenig kriegen. Ich müsste jetzt, glaube ich, eigentlich einfach eine Attacke einsetzen und alles ist gut. Aber ich habe halt Angst, dass die Initiative irgendwie zu gering ist. Bei Seelenlos ist halt das Problem, dass es paralysiert ist. Wenn es dann halt wirklich nicht angreift. Ey, Notsituation ist so eine Kacke, ey. Mann. Wirklich. Ist es der Hustle wert? Nein. Zu viel Hustle für zu wenig. Ja, bei mir dreht sich auch alles. Mann. Ich wusste natürlich, dass es nicht getötet wird, weil ich kenne Notsituationen.
Notsituation führt dazu, dass das Pokémon des Gegners einfach genauso viele KP kriegt wie du. Im Zweifelsfall wirst du dann bei der nächsten Attacke, wenn du immer noch die höhere Initiative hast, es einfach wegrasieren und dann hat sich das erledigt. Aber es ist halt trotzdem super scary. Weil es kann ja auch mal eine Attacke daneben gehen. Aber ich hatte mit Seelenlos, das konnte ja zum Beispiel von Tackle nicht getroffen werden. Das war schon ein Vorteil. Ja, ich weiß, es ist nicht so geil. Route 41, wait a second. Haben wir noch nicht. Haben wir noch nicht. Aber hier haben wir. Das müssen wir jetzt gut aufpassen. 41, hier können wir jetzt den, jetzt können wir fangen. SOS, fangen, bereit. Rucks. Scheiße. Da wollte uns das Spiel aber wirklich gar nichts gönnen. Es könnte sogar schon bei Slam drauf gehen. Boah! Krass. Nicht drauf gegangen. Ja, und jetzt hast du mich auch noch vergiftet. Danke. Danke. Was sagen wir da? Dankeschön. Jetzt ein Meisterball. Das Pokémon will ich unbedingt haben. Wir tragen es mal ein. Ich weiß nicht, geht's nur mir so oder war Hornlew auch immer unbeliebterer als im Vergleich zu Raupi? Es greift mit seinem 5 cm großen Giftstachel auf seinem Kopf an. Es ist stets unter Laub anzutreffen. Es ist eine Raupe. Meine Inspiration ist echt. Ihr gebt mir ja keine Namen. Was soll ich machen? Nicht? Schreibt, wenn ihr einen Namen habt, in die Kommentare, dann kriegt ihr das nächste Pokémon den Namen. Nepomuk. Ich glaube auch. Ich glaube auch, dass ich jetzt mit jemandem reden möchte, der Nepomuk heißt. Huch. Ja. Hey, mein armes Dragonier macht ein Eis mit. Würde ich sagen. So, Route 41, Hornlew, haben wir. Wasser ist schön warm. Oh, ich weiß, warum das Wasser warm ist bei dir. Also wirklich. Watti! Ah, oh, Watti! Watti ist toll. Ich mag Watti. Lustigerweise haben die ja etwa die gleichen Perlen. Ne? Die hat ja so eine Perle da hinten an der Schwanzspitze und ich habe so eine Perle am... was ist das? Nicht Nacken. Das ist so der... Ich weiß auch nicht, wie das heißt. Hals einfach. Sagen wir einfach Hals. An der Kehle. Das wollte ich, glaube ich, sagen. Panfi. Panfi. Das sind lustigerweise alles Pokémon, die ich gestern im Pokémon Kamesin getroffen habe. Oder, ja, ich glaube, ich habe Kamesin, ich weiß gar nicht. Nee, doch, ich glaube, ich habe Purpur. Weil da habe ich jetzt Funfi getroffen und mein Voltilam zu Watti entwickelt. Das ist witzig übrigens, beim neuen, falls ihr es nicht spielt, wenn sich ein Pokémon entwickelt, geht es so vor dich. Und steht dann so und entwickelt sich da. Das sieht irgendwie witzig aus. Mund hier. Da werden wir doch munter. Da gehen wir mit einer munteren Drachenwut rein, würde ich sagen. Ich hatte ja gehofft, wir erreichen Anemonia City heute noch, aber ich glaube, das wird nichts mehr. Ich hoffe, ich verspreche nicht zu viel. Aber ich glaube, das wird nichts mehr. Wir kriegen übrigens in Anemonia City Fliegen. Habe ich rausgefunden. Ein Level 19 Muntier hat eine höhere Initiative als ein Level 32 Dragonier. Ich würde mir Sorgen machen. Nassschweif. What is this?
Anwender attackiert mit Schweif, als ob Welle tosen Sturm. Vielleicht besser als Donnerwelle, oder? Für Donnerwelle ist ja eigentlich Elektrik zuständig. Ne, Wasserattacke mehr schadet nicht. Oh je, die ist schon ganz rumpelig, die Haut. Ja, das tut mir natürlich leid. Da ist ein Whirlpool. Mit dem können wir halt noch nicht umgehen. Leider. So ist das Leben. So ist das Leben. Aber wir werden das in Zukunft natürlich schaffen, in einer der kommenden Folgen. Und ich denke, wir werden nächstes Mal Ammonia City erreichen und mal schauen, ob wir uns die Marina-Leiter stellen und wie gut es läuft. Ich habe den Orden, glaube ich, auch schon eingearbeitet. Ja, habe ich. Ich bin sehr gut. Also er wäre schon bereit, ans Revier gesteckt zu werden. Deswegen bleibt auch gerne bei den weiteren Folgen Pokémon mit dabei. Ich freue mich immer, wenn ihr zuschaut. Und lasst gerne auch einen Like auf der Folge da, wenn es euch gefallen hat. Und abonniert den Kanal, dann seht ihr mal, wenn eine neue Folge online geht. Dienstag und Donnerstag, 17 Uhr, gibt es auch eine neue Folge Pokémon. Und schaut auch gerne bei Twitch vorbei. twitch.tv/fantastictv, da gibt es den Live-Content von Flo und mir. Und mir bleibt nichts weiteres übrig, als zu sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Macht's gut. Tschüss.